Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr. Hier ist jetzt Mama Grüns Live-Sprechstunde zu einer neuen Zeit und an einem neuen Ort sozusagen. Ja, ich bin ja jetzt hier in der Gruppe Mama Grün. Also besser gesagt, in der Gruppe Energetisch Gesund mit Mama Grün bin ich ja jetzt live, nicht mehr auf der Fanpage. Ich habe am Anfang die Sprechstunde immer auf der Fanpage gemacht, aber habe beschlossen, dass ich die Sprechstunde, weil ich ja gerne auf eure Fragen eingehen möchte, auch auf eure individuellen Geschichten, dass ich das gerne jetzt hier in der Gruppe mache, weil es doch ein bisschen geschützter ist. Ja, weil hier in die Gruppe, da kommt nicht jeder rein. Man ist unter sich sozusagen, und das gefällt mir bei dem Thema Gesundheit. Wenn man Fragen hat, wenn man was wissen will, gefällt mir persönlich das besser. Ja, deswegen sind wir umgezogen oder bin ich umgezogen mit der Sprechstunde. Ja, und die Zeit, da habe ich euch ja gefragt, da habe ich eine Umfrage gemacht und da kam raus, dass ihr abends eben ja viel lieber hier mit mir die Sprechstunde machen wollt als tagsüber, was ich auch verstehen kann. Und ja, mein Mann bringt jetzt gerade die Kinder ins Bett, also ich habe jetzt frei und habe Zeit für euch und da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Und ich hoffe, ein paar sind ja schon drin, sehe ich jetzt gerade hier oben. Mögt ihr mir vielleicht mal kurz eine Rückmeldung geben? Ich hoffe, Ton und Bild sind gut, dass ihr das alle gut mitbekommt. Vielleicht auch eben kurz ein kurzes Hallo. Ich sehe, die Daniela ist da. Hallo, das freut mich ganz besonders. Eine ganz liebe, tolle Kollegin von mir. Dass ich mal eben quasi hören kann und sehen kann, dass soweit alles in Ordnung ist. So, gut. Soweit scheint ja alles ja hier ganz gut zu laufen. Ich gucke jetzt noch mal, dass hier die Verbindung auch klappt. Jawohl. Die Melanie schreibt: Hallo Melanie, guten Abend. Hallo, alles perfekt. Super, das freut mich sehr. Und ja, ich habe heute ein Thema für die Sprechstunde Leaky Gut. Ein Thema, wo ich glaube, dass das ganz viele interessieren sollte und auch betrifft, aber vieles leider nicht wissen. Und von daher freue ich mich natürlich, wenn ich da vielleicht so ein bisschen heute in dieser Sprechstunde euch ein bisschen anstupsen kann, mal in diese Richtung zu denken. Oh, hallo Heike, hallo, guten Abend, das freut mich ja. Ein schönes guten Abend sozusagen nach Westerstede. Leaky Gut ist halt einfach ein Thema, was viele betrifft, obwohl sie es einfach nicht wissen, dass es sie betrifft. Und mir ist das jetzt gerade in den letzten Wochen extrem wieder aufgefallen. Ich habe mehrere Klientinnen gehabt, die bei mir unter anderem eine Stuhlanalyse haben machen lassen. Und da kam jedes Mal raus, dass tatsächlich die Marker für ein Leaky Gut erhöht sind. Das ist, finde ich persönlich, immer so ein bisschen ja, gute Nachricht, schlechte Nachricht, beides in einem, weil auf der einen Seite ist es natürlich immer gut, wenn ich, sage ich mal, ein messbares Ergebnis habe, wenn ich endlich weiß, wo meine diffusen Beschwerden herkommen. Schlechte Nachricht ist natürlich, wenn man es hat. Also, ne, das ist so ein bisschen, Darm ist ja immer was, wo Beschwerden gerne immer sehr diffus auftreten, sehr, ja, ich finde auch schwierig einzuordnen sind, wo die Patienten häufig jahrelang ja, von einem zum nächsten Rennen, irgendwelche Selbstversuche starten, versuchen drauf rumzudoktern, aber nie irgendwie richtig vorankommen, weil es so ein Stochern im Dunkeln ist. Und dann ist es natürlich immer toll, wenn man dann wirklich messbares Ergebnis hat, sagen kann, okay, daran liegt's, daran können wir jetzt arbeiten. Auf der anderen Seite wäre es natürlich immer besser, wenn man gar keine Beschwerden hat. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, die Daniela schreibt, okay, du warst am iPad. Ja gut, das ist immer schwierig mit dem Kommentieren. Das freut mich, dass du jetzt am Handy geht das, glaube ich, besser, genau. Gut, Leaky Gut, was ist das überhaupt? Also ich bekomme oder ich sehe häufig große Augen und so ein bisschen verständnislosen Blick, wenn ich dann sage, naja, lasst uns mal bei so einer Stuhlanalyse zum Beispiel auch mal testen, wie sieht's aus mit den Markern vom Leaky Gut? Dann kommt häufig so ein Achselzucken, was ist denn das überhaupt? Und wenn man dann sagt, löchriger Darm, dann ist immer erst so dieses, oh mein Gott, ja, was soll das jetzt sein? Löchriger Darm, das klingt ja ganz dramatisch.
ist es im Endeffekt auch. Deswegen auch der Titel, den ich gewählt habe. Ne? Es ist ja häufig so, der Darm ist ja in den letzten Jahren extrem in den Mittelpunkt gerückt. Zu Recht, wie ich finde. Ich bin da sehr froh drum, dass das so ist, dass das Thema wirklich so präsent geworden ist. Aber auf der anderen Seite ist ja immer die Gefahr, wenn ein Thema sehr präsent wird, dass so jeder springt auf. Ja, so nach dem Motto, also Daniela wird das vielleicht bestätigen können, in der Apotheke merkt man es immer daran, wenn so auch die allerletzten Firmen mit irgendwelchen Produkten ums Eck kommen, nach dem Motto, ach, wir haben jetzt auch mitgekriegt, man kann ja den Darm stärken, wir haben jetzt auch ein total tolles Produkt. Das ist immer so das Zeichen, da merkst du dann, okay, die Welle ist im Endeffekt irgendwo angekommen. Man kann jetzt auch da wieder sagen, auf der einen Seite gut, wenn sich viele mit dem Thema beschäftigen, auf der anderen Seite ist natürlich dann wieder die Gefahr, da brauchst du immer mehr einen Fachmann an deiner Seite, der dir wirklich auch sagen kann, das ist gut, davon lass mal lieber die Hände weg. Ne? Das ist so dieses Problem, was du häufig hast. Weil wenn es erstmal breit in der Apotheke gestreut ist, kommt dann als nächste Welle gerne mal der Drogeriemarkt, wo dann das Ganze dann, wo die Barriere, das sich zu holen, noch niedriger ist. Und beim Darm ist es so, mit einigen Dingen kannst du nichts falsch machen, aber wenn du Pech hast, verschlimmerst du vielleicht eine Situation oder verschleppst sie sogar. Und das sind so Sachen, da denke ich immer, ist einfach eine Beratung immer wichtig, dass man da nochmal mit jemandem explizit spricht, was sind meine Symptome, dann vielleicht sogar eine Analyse macht, um wirklich zu gucken, schwarz auf weiß, das ist das, was bei dir im Darm gerade los ist, und dann therapiere ich. Und nicht so, das erlebe ich häufig, gerade eben bei Reizdarmbeschwerden, bei generellen Verdauungsstörungen, dass auch gerne dann so nach dem Motto, ist jetzt egal, wir machen mal irgendwas für den Darm, wird schon irgendwie passen. Und das finde ich immer nicht so optimal. Ja, das ist nicht so meine Herangehensweise, das finde ich nicht so, ja, nicht zielführend im Endeffekt. Gut, aber Leaky Gut, löchriger Darm, was oder wo ist denn da jetzt die Gefahr? Ich habe ja jetzt gerade schon ausgeführt, also in meinen Augen ist es kein Hype, sondern es ist echt eine Gefahr. Worin besteht die Gefahr? Die Gefahr besteht einfach darin, natürlich ist deine Darmwand durchlässig, generell physiologisch, weil du nimmst ja Nährstoffe auf. Ne? Also das ist ja der Sinn im Endeffekt deiner Verdauung, dass du deinem Körper wirklich Nährstoffe zugibst. Ach, guten Abend, Victoria, das ist ja schön, dass du auch dabei bist, da freue ich mich sehr. Also ist dein Darm physiologisch schon durchlässig. Problematisch wird es, wenn er löchrig wird, wenn diese Öffnungen größer werden, ja, und dann eben Stoffe aus deinem Darm in die Blutbahn gelangen, die da eigentlich nichts zu suchen haben, wie Giftstoffe, wie Pilze, wie Pilztoxine, wie irgendwelche, sag ich mal, unverdauten Nahrungsbestandteile, die dir dann, ja, die im Endeffekt ja eigentlich ausgeschieden werden sollten, aber dann plötzlich in deinem Blut auftauchen. Und was passiert? Du hast natürlich, der Körper ist ja ein extremes Wunderwerk, also alles wird ja in irgendeiner Form wirklich aufeinander abgestimmt. Das fasziniert mich wirklich jeden Tag wieder. Und so ist es natürlich auch, kommen da Stoffe ins Blut, die da nicht reingehören, dann wird dein Immunsystem auf höchste Alarmbereitschaft gesetzt. So, und was passiert dann? Es werden Entzündungsprozesse losgetreten, Entzündungsstoffe werden gebildet und es kann im schlimmsten Fall zu einer Allergie kommen. Was du aber hast, ist auf jeden Fall ein dauerhaft alarmiertes Immunsystem. Und jetzt ist es so, ein paar von diesen Stoffen, die da durch die Darmwand durchkommen beim Leaky Gut und tatsächlich in der Blutbahn ankommen, sehen auch manchmal so ein bisschen ähnlich deinen körpereigenen Bausteinen. Und dann fängt dein Körper an und greift nicht nur die an, sondern dein Immunsystem ist dann so in Übererregtheit und in Alarm, dass es wirklich anfängt, auch körpereigene Stoffe, körpereigene Zellen anzugreifen. Und dann bist du bei einer Autoimmunerkrankung. Und das ist dann schon was, wo es nicht mehr witzig ist, wo es eine echte Gefahr wird. Und vor allen Dingen sind wir dann häufig bei Krankheiten, wo du vom Arzt zu hören kriegst, ja, damit müssen sie jetzt leben. Ne? Ich sag mal, ein Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung. Eine Schuppenflechte, Autoimmunerkrankung. Manchmal auch so Dinge wie Multiple Sklerose, ne? Autoimmunerkrankung. Oder aber Asthma. Oder gewisse Allergien, wo dann einfach von ärztlicher Seite manchmal so dieses Schulterzucken kommt und dieses, ja, also,
man kann die Symptome ein bisschen lindern, aber damit müssen sie jetzt ihr weiteres Leben leider klarkommen. Und das finde ich immer sehr, ja, sehr, sehr traurig, sehr ernüchternd, weil natürlich kannst du was tun. Ja, man weiß eben, bei vielen von diesen Erkrankungen ist das Leaky Gut, der löchrige Darm, tatsächlich die, ja, im Endeffekt eine der Ursachen. Und dagegen kannst du selbstverständlich was tun. Und das finde ich immer ein bisschen schade und ein wenig sehr kurz gedacht, den Patienten dann zu entlassen mit, ich höre dann öfter so, dass die Klientinnen mir berichten, ja, der hat mich dann weggeschickt und hat dann gesagt, naja, holen Sie sich mal irgendwas da für einen Darm aus der Apotheke. Ja, das ist natürlich, ne, also, dass damit dann die Erkrankung nicht wirklich besser wird, ist ja auch klar. Und leider ist es so, wenn du dir mal die ersten Symptome oder die Symptome überhaupt anschaust, dann sind die zum Teil vom Leaky Gut so diffus, dass auch der Zusammenhang zum Darm gar nicht so im ersten Moment gezogen wird, ja. Also zum Beispiel chronische Müdigkeit. Oder wenn du häufige Infekte hast. Kopfschmerzen, Migräne, ja, chronische Gelenk- und Muskelschmerzen. Da denkst du auch häufig so, ja, ist gerade eine stressige Phase oder ja, ist gerade viel los. Also häufig sind es ja, die jetzt zu mir kommen, sind ganz häufig Frauen und Patienten, die so, sag ich mal, so zwischen 35 und 55 sind, da wo das Leben auch so wirklich stressig ist. Ja, also das sind ja diese Phasen im Leben. Die Kinder, die du von klein bis ja, Pubertät macht's nicht besser. Ich höre ja auch immer, meine sind ja noch etwas kleiner, aber ich höre dann auch so diese Sprüche. Naja, es wird nicht unbedingt besser, es wird anders. Also egal in welcher Phase du gerade deine Kinder hast, dann sind vielleicht die Eltern da, die pflegebedürftig werden. Du arbeitest gleichzeitig noch. Das sind häufig so Lebensphasen, wo doch ziemlich viel los ist, ja, sowohl seelisch als eben auch wirklich körperlich. Und das ist natürlich was, dann drauf zu schließen bei deinen Symptomen, dass wirklich der Darm dahinter steckt, ist dann manchmal echt schwierig, ja, weil das eben so allgemeine Symptome sind. Schlechte Stimmung, wirklich schon gehend in Richtung depressive Verstimmung, kann auch vom Leaky Gut kommen. Das ist was, gerade bei uns Frauen, wo natürlich ab einer gewissen Lebensphase auch gerne mal gesagt wird, naja, ne, Wechseljahre. Und, so, und dann wird da gar nichts weiter gemacht. Natürlich kann es sein, dass deine Stimmung durch eine hormonelle Schwankung ins Wanken gerät. Ich meine, ne, wir Frauen können da ein Lied von singen. Wir wissen auch, jeden Monat kann dich das treffen. Das ist auch nicht so einfach. Da ist auch ein ziemliches Auf und Ab an Hormonen. Aber das muss nicht die einzige Ursache sein. Ja, das ist immer so ein bisschen, es wird heutzutage einfach viel zu häufig einfach der kürzeste und, sag ich mal, einfachste Weg gegangen in der Diagnostik und nicht einfach nochmal geguckt, Mensch, was habe ich denn rechts und links, was könnte denn da noch sein? Ja, deswegen finde ich das einfach wichtig, da nochmal, ja, wirklich auch zu gucken. Dann natürlich alles, was mit der Haut zusammenhängt. Ne? Ich habe eben schon gesagt, als Autoimmunerkrankung, wenn es länger ist, kann es sogar bis zu einer Schuppenflechte gehen, aber auch schon Neurodermitis, Ekzeme, Neigung zu extrem trockener Haut kann mit dem Leaky Gut zusammenhängen. Akne, auch das kann seine Ursache wirklich im Leaky Gut haben. Und dann natürlich ganz klassisch der Reizdarm, die Reizdarmsymptome. Ja, auch da, das ist ja gerade so eine Erkrankung, Reizdarm-Syndrom, wo sehr häufig nach einer langen Arzt-Odyssee, wenn rausgekommen ist, dass es zum Glück nichts Organisches ist, die Patienten entweder den Psychostempel aufgedrückt bekommen, nach dem Motto so, alles klar, oder aber gesagt wird, ne, was ich schon hatte, damit müssen sie leben. Und das ist einfach fatal, weil ich da wirklich Patientengeschichten kenne, wo Patienten seit Jahrzehnten sich von ihrem Darm ihre Lebensqualität kaputt machen lassen. Und das kann es nicht sein. Ja, also da sträuben sich mir alle Nackenhaare, ja, wenn da nicht wirklich alles versucht wird, um einfach einem Patienten ganzheitlich zu helfen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das her? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, so weit bin, dass ich weiß oder ahne, es könnte vielleicht mit meinem Darm was nicht stimmen, dann ist natürlich die Frage, wo kommt das her? Wie komme ich zu sowas? Ja, ich sag ja, also wer mich kennt, der und auch schon bei mir ein Video geguckt hat, das eine oder andere, weiß, dass ich immer wieder sage, wir leben nicht artgerecht. Ja, unser Darm, unser Stoffwechsel ist nicht für die heutigen Bedingungen gemacht.
Wir sind physiologisch eigentlich so aufgebaut, dass wir noch im Zelt, im Baum, in der Höhle hocken müssten. Ja, das sind unsere artgerechten Lebensbedingungen. Und was machen wir? Wir sitzen im Haus, wir ernähren uns mit Dingen, die absolut nicht für unseren Körper gemacht sind. Ja. Und alle, die mich vielleicht jetzt noch nicht kennen, die das hier zum ersten Mal gucken, keine Angst, ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, ab morgen nur noch rohe Möhren essen und Kräuter sammeln gehen. Natürlich, wir leben ja in diesem System und wir leben in dieser Gesellschaft. Ja, uns muss einfach nur klar sein, was wir unserem Körper antun. Und wenn ich ihn ein bisschen pflege und ein bisschen drauf achte, kann man ja auch ganz gut in der heutigen Gesellschaft damit umgehen. Nur es muss mir bewusst sein. Und wenn ich die ganzen Zusatzstoffe nehme, die ganzen Zuckermengen, die wir zu uns nehmen, viel Weißmehl, ja, dann sehr viel natürlich auch Farbstoffe, auch künstliche Lebensmittel im Endeffekt. Ja, ich sage nur Analogkäse, ist eins so meiner Lieblingsbeispiele. Ja, das sind alles Dinge, die schädigen meinen Darm. Ja, und das, da muss ich mir einfach drüber im Klaren sein. Dann, was schädigt noch meinen Darm? Natürlich ganz extrem, und das ist mit einer der größten Trigger, Stress. Und jetzt geht mal in euch oder beziehungsweise denkt mal so an euer Umfeld. Ja, wer hat heutzutage keinen Stress? Und die wenigsten von uns haben den guten Stress, den guten, wo man einfach sagt, okay, mein Leben ist trubelig, ich habe viel um die Ohren, ich muss viel tun. Ja, ich mach's gerne. Ich habe Spaß dabei, ich habe Erfolg dabei. Phasen, wo es wirklich sehr viel ist, werden auf diese Phasen folgen wirklich Entspannungsphasen. Dann ist alles in Ordnung. Aber wie viele kennt ihr, die wirklich ja dauerhaft in so einem Hamsterrad sind, wo sie sagen, oh, das macht mich fertig, mich macht es fertig, aber ich komme da nicht raus und so kann es nicht weitergehen und das kann es doch nicht gewesen sein, ne? Das hört man auch ganz, ganz viel. Das ist dieser schlechte Stress, der geht dir auf den Darm. Weil Darm und Gehirn arbeiten ganz eng zusammen. Deine Emotionen spiegeln sich ganz klar im Darm wieder. Und